So, okay. Jetzt haben wir gezeigt, A kongruent B modulo M, genau dann, wenn M A minus B teilt. Und das ist sehr hilfreich, weil das braucht man eigentlich ständig, wenn man irgendwie Beweise führt mit A kongruent B modulo M. Es ist oft sinnvoll, über diese Subtraktion zu gehen, das als äquivalente Aussage zu verwenden. Und zwar bei folgendem Beweis. So, ich behaupte nämlich, Kongruenz modulo M ist eine Äquivalenzrelation. So. Kongruenz modulo M ist eine Äquivalenzrelation. Behaupte ich mal, das ist eine Relation. Ne? Also Kongruenz modulo M ist eine Relation. Ich gebe Ihnen zwei Zahlen und Sie sagen, ob die in Relation stehen oder nicht. Können Sie sagen. Also ob die bei Division durch M denselben Rest lassen oder nicht. Ich kann Ihnen zwei Zahlen geben, die modulo 5 denselben Rest lassen, dann stehen die in Relation, ansonsten stehen sie nicht in Relation. Also Kongruenz modulo M ist eine Relation. Ist es auch eine Äquivalenzrelation? Was müssten wir zeigen, wenn wir zeigen wollten, dass es eine Äquivalenzrelation ist? Ja? Also reflexiv, transitiv und symmetrisch. Genau, also reflexiv, symmetrisch und transitiv müssen wir zeigen. Ne? So. Also zu zeigen, erstens, ich schreibe mal die Aussagen hin, die wir zeigen müssen. Reflexiv. Für alle A aus Z gilt was? Was müsste gelten, wenn sie reflexiv ist, wenn Sie es mal mit der Konkurrenzformulierung beschreiben? Ja? Genau. Für alle A gilt, A ist kongruent A modulo M. So. Zweitens müssen wir zeigen, dass das Ganze symmetrisch ist. Für alle AB vom Typ Z gilt was? Was ist die Aussage zur Symmetrie? Formulieren Sie es mal mit Kongruenz. Ja? A kongruent B mod M. A kongruent B mod M. Und jetzt haben Sie was gesagt? Genau, dann wenn oder vielleicht bin ich mir nicht sicher. Daraus folgt. Also wenn A zu B kongruent ist, dann auch andersrum, genau. Aufgepasst, nicht hier nicht und hinschreiben. Ja, das ist nicht Symmetrie. Wird häufig so gesagt, ist aber nicht die gleiche Aussage natürlich. Wenn A zu B kongruent ist, modulo M, dann ist auch B zu A kongruent modulo M. Und drittens, transitiv. Wer kann da mal formulieren? Ja? Wenn A kongruent zu B mod M. Ja? Und B kongruent zu C mod M. Dann folgt, dass A kongruent zu B mod M. So, okay. Okay, das müssen wir zeigen. Reflexiv, symmetrisch und transitiv. Ne? So, fangen wir mal an. Wie können wir zeigen, dass A kongruent ist zu A modulo M? Ja? Genau, und das tut's auch, ne? Also wir können sagen, aus M teilt 0 folgt auch M teilt A minus A. Das brauchen wir nicht. M teilt A minus A. Und daraus folgt A kongruent A mod M.
Ja. Aus m teilt 0 folgt m teilt a minus a und m teilt a minus a. Daraus folgt mit unserem Satz, dass a kongruent a modulo m ist. Ne? Hier oben. M teilt a minus a, daraus folgt a ist kongruent zu a modulo m. So. So. Bei symmetrisch müssen wir zeigen, wenn a kongruent zu b modulo m, dass dann auch umgedreht gilt. Ne? A kongruent zu b modulo m. Was folgt da draus? Ja? A mod m gleich b mod m ist äquivalent zum, wenn ich das b mod m vorne dran stelle, oder? Es ist, also wenn wir jetzt das symmetrische einfach mal aufschreiben, dann haben wir auf der einen Seite stehen a mod m ist Ach so. B mod m. Daraus folgt b mod m ist gleich a mod m. Ach so, okay. Richtig, ja, genau, super. Können wir machen, ja. Daraus folgt a mod m gleich b mod m. Daraus folgt b mod m gleich a mod m. Ne? Jetzt gehen wir auf die Definition zurück. Und daraus folgt b kongruent a mod m. Okay. Ja. Super. Ich hatte jetzt gedacht an den Beweis hier oben, dass man das wieder verwendet, ne? Dass dann m auch a minus b teilt und dann teilt auch b, m b minus a und so kann man es auch rumdrehen. Aber ne, super. Ja. So, wie können wir die Transitivität beweisen? So, wir haben eine Implikation zu beweisen bei der Transitivität. Das heißt, wir dürfen von dem ausgehen, was links steht, neben der Implikation als Voraussetzung. Ne? Das heißt, neben der Implikation, also links vom Implikationspfeil. Wir wissen, a kongruent b mod m und b kongruent c mod m. Was können wir daraus schließen? Ja? M teilt a minus b. Jetzt verwenden Sie wieder den Satz oben. Okay, und b minus c, okay. Dann muss m auch beides ab hier teilen. Dann teilt m auch a minus b plus b minus c, ne? Das ist jetzt ähnlich wie der Satz, den Sie vorhin gesagt haben, mit der Subtraktion, also m teilt jede Linearkombination von Zahlen, die auch von m geteilt werden. Also m teilt das und m teilt das, also teilt m auch die Summe. So, wie geht's weiter? So. Daraus folgt m teilt a minus b plus b minus c, also minus b plus b, da fällt's b weg, a minus c und daraus? Ja? Nehmen wir wieder den Satz da oben, ne? Wenn m a minus c teilt, dann sagt der Satz, dass dann a kongruent zu c modulo m ist. So, genau. Vermutlich hätte man auch einfach wieder die Definition verwenden können, nach ihrer Strategie, als anderer Beweis, ne? Dass man sagt, a mod m gleich b mod m und b mod m gleich c mod m, also muss auch a mod m gleich c mod m sein und damit ist a und so weiter. Okay. Also es gibt verschiedene Wege nach Rom bei Beweisen in der Regel. Ne? Okay. Jetzt wissen wir, das ist eine Äquivalenzrelation. Nochmal gezeigt, Beispiel, wie zeigt man, dass etwas eine Äquivalenzrelation ist. Das werden wir nächste Woche auch noch weiter verwenden, brauchen, dass die Kongruenz eine Äquivalenzrelation ist. Das ist ganz wichtig. Das führt letztlich dazu, dass
man mithilfe der Äquivalenzrelation Kongruenz modulo m eine Klasseneinteilung aller ganzen Zahlen machen kann in Klassen, die disjunkt sind, und innerhalb einer Klasse haben alle Zahlen denselben Rest modulo m. Das schauen wir uns aber nächste Woche an. So, also das behalten Sie im Hinterkopf, das ist eine Äquivalenzrelation.